Ich darf unseren Gastredner Thomas Hofmeier vorstellen. Seinen Namen kenne ich schon länger, nämlich aufgrund eines wunderbaren Buches, was er herausgebracht hat. Dieses hier, Geheimnisse der Alchemie. Da habe ich mich ziemlich bedient, was die Bilder angeht. Mhm. Und hab auch die Texte sehr genossen. Es ist ein Meisterwerk zu dem Thema geheime Bildersprache der Alchemie. Und auch genau das ist ja sein Thema heute. Wie ich erfahren habe, bist du ja eigentlich Archäologe. Mhm. Und er hat also sein Studiengebiet von der Ägyptologie auf die Alchemie, was eigentlich sehr naheliegend ist. Schließlich kommt sie ja in ihrer Wurzel aus dem alten Ägypten, hat er sich also dahin verlegt, jetzt dort archäologische Sedimentuntersuchungen durchzuführen. Und was ich auch ganz wunderbar finde, nachdem ich das Buch hatte, habe ich dann irgendwie bin ich auf diese Bücher hier gestoßen, die er dann auch noch herausgegeben hat. Und erst dann bin ich auf die Idee gekommen, also wenn es schon ein Mensch dafür sorgt, dass wir so schöne Bücher haben, dann muss ich ihn auch persönlich kennen. Und da habe ich mir gedacht, wir laden ihn ein und ich freue mich, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Hört man mich? Ja. Fein. Normalerweise ist man als Schweizer in Deutschland ja also der Quotenausländer, damit es ein internationaler Kongress ist. Ich habe hier aber ganz viele Schweizer Kolleginnen und Kollegen angetroffen, also das kann es nicht sein. Dann könnte es sein, dass ich der Quotenhistoriker bin, weil alle anderen sind ja praktizierend oder künstlerisch tätig. Ich kann nicht malen und ich heile keine Menschen. Ich bin nur Historiker. Also nehme ich an, das wird die Rolle sein, aber vielleicht liegt es auch nicht daran, sondern wirklich an der Bildersprache der Alchemie. Muss ich weiter weg? Besser so? Ich habe mir lange überlegt, was tue ich den Menschen an? Die sind am Wochenende früh aufgestanden, haben sich schon viele Stunden Dinge angehört und ein sicherer Weg ist immer farbige Bilder. Und das ist ja auch mein Thema. Wir schauen uns an, wie Solve et Coagula, lösen und verbinden, in der Alchemie dargestellt werden kann, ganz sachlich. Und dann werde ich ein paar gewagte Thesen äußern, für die ich in der Ägyptologie auch gekreuzigt oder gesteinigt werden würde. Also da reihe ich mich ein in die Reihe der Vorredner, die für das, was sie sagen, auf den Scheiterhaufen gehören würden, in manchen Systemen. Wir schauen uns den Begriff an, Solutio, Coagulatio, ägyptische Wurzeln. Ich bin Ägyptologe, also das liegt auf der Hand, dass ich das probiere nachzuweisen bis ins dritte Jahrtausend vor Christus. Dann Bilderserien, zwei möchte ich mit Ihnen durchgehen. Eine ist ab 18 Jahren, aber das geht klar. Und eine ist eher etwas mit Fabeltieren und Schlussbetrachtungen. Die große Frage bei der Solutio ist für mich plötzlich einmal geworden, warum? Warum lösen die Alchemisten alles auf? Heute wissen wir, auflösen, zusammenführen, sterben, auferstehen. Also dieser ewige Kreislauf von Werden, Vergehen, Wiedersein, das ist ja alles schön und gut, wenn man es schon weiß. Aber wie kommt man ursprünglich auf die Idee, als Alchemist, egal ob vor 2000 oder vor 4000 Jahren, dass man alles zerlegen soll? Denn es gibt die andere Möglichkeit, obwohl das ein Bild aus Michael Mayers Atalanta Fugiens ist, ist das, was der Bäcker und der Töpfer macht, an sich Alchemie ohne vorher Solutio zu betreiben. Der Bäcker nimmt ja nicht das Mehl auseinander in seine Bestandteile Melizität und Weißizität und so weiter und so fort, sondern er nimmt Mehl, Wasser, Salz, macht daraus Brot. Es ist also ohne Solutio aus bestehenden Substanzen direkt Coagulatio. Der Töpfer nimmt Lehm, Dreck, Häcksel, Stroh, Sand, Magerung, fügt Feuer hinzu, Wasser, macht Töpfe. Es gibt keine Solutio, es ist direkt die Coagulatio. Wie kommen also die Alchemisten darauf, wenn schon seit Jahrtausenden der Mensch Brot bäckt und Töpfe brennt im Ofen, also Keramik herstellt, wie kommt man auf die aberwitzige Idee, erst alles zu zerlegen, bevor man es zusammenfügt? Es ist ein
durch die Natur, durch die Geschichte, durch die Kultur nicht zwingender Schluss, dass man Dinge zerlegt, bevor man was daraus macht. Die Erklärung dürfte das sein. Vorhin haben wir die Würfelchen zerlegt und wenn wir es zerlegt haben, können wir es schöner wieder zusammensetzen. Also das ist die Motivation. Gelöst wird, weil wir mit dem Zusammensetzen dann das so zusammensetzen können, wie es uns passt. Schöner, besser, härter. Also beim Metall geht es um härter, Kupferzeit, Kupfer ist weich wie Butter, dann wird Bronze archäologisch gesehen hergestellt, ist härter, dann kommt später das Eisen. Also ich will durch die Zerlegung mir die Möglichkeit geben, das neu zusammenzusetzen und neu zusammengesetzt ist es dann besser in irgendeiner Form. Und dann sind wir bei einer Grundfunktion der Alchemie, Verbesserung, Läuterung. Es wird immer irgendwas manipuliert, verändert, aber die Richtung ist klar. Ich kann nahezu alles in der Alchemie manipulieren, Substanzen, komplizierte, einfache Prinzipien, was Sie wollen, können Sie manipulieren. Aber was nie geht, ist abwärts. Die Alchemie ist immer eine Manipulation von Materie, von Geist, von Seele, was immer Sie mögen, aufwärts, hin zum Besseren. Also Alchemie ist eine Optimierungs-, Verbesserungs-, eine Läuterungskunst. Solve und Coagula sind deshalb notwendige Schritte. Durch das Zerlegen, was destruktiv ist, gebe ich mir die Möglichkeit, das neu zusammengesetzte besser zu haben. Jetzt könnte ich, und deshalb sind die so klein, weil die uns jetzt heute nicht interessieren, jetzt könnte ich sie mit hunderten Bildern plagen. Ups, der stört hier. Mit klassischen Tod-Wiederauferstehungsmotiven. Wir sehen obere Reihe von links nach rechts. Wir sehen den bösen Set oder Typhon, wie er seinen Bruder Osiris in eine Kiste packt. Wir sehen den König, der im Schrein schwitzt. Wir sehen den Totenkönig, wie er im Meer schwimmt. Also ich könnte Ihnen jetzt stundenlang Bilder zeigen aus der Alchemie mit Königen, mit Osiris, mit Seth, mit Isis, also die ganzen ägyptischen Mythen, wie sie in alchemischen Bildern wiedergegeben werden. Und immer mit Tod, mit Grab, mit Ermordung. Unten wird der Drache erschlagen, es liegt eine Leiche im Grab. Das wäre eine Möglichkeit. Tod und Wiedergeburt könnte man sich anschauen, indem man Bilder nimmt, auf denen Töten, Tod und Auferstehung dargestellt sind. Das wäre aber zu billig. Das können Sie selber machen. Sie können bei Google Tod, Alchemie, Bild eingeben, dann kriegen Sie diese Bilder. Deshalb will ich andere Bilder mit Ihnen anschauen. Bilder, die nicht auf den ersten Blick Tod und Auferstehung zeigen. Wenn Sie einverstanden sind, weil das wäre die anspruchsvollere Variante. Solange das aber hier noch steht, in wenigen Sätzen der ägyptische Mythos von Osiris, weil das müssen wir jetzt verstehen, wenn wir die nächsten Bilder dann anschauen. Was passiert nach diesem Mythos? Osiris, König von Ägypten, wird von seinem Bruder Seth beniden. Wir haben heute Morgen schon gehört, dass Neid eine der schlimmsten Eigenschaften des Menschen ist. Seth also beneidet seinen Bruder Osiris um die Königschaft, Königswürde. Und er macht dann gemeinsam mit seinen Gefolgsleuten eine Kiste. Diese Kiste ist wunderschön, wir sehen sie ja oben links. Und die Kiste ist genau an die Maße, an die Körpermaße von Osiris angepasst. Der hat ihn heimlich vermessen, der stand irgendwie bei einer Party hinter ihm, hat eine Schulterbreite alles gemessen. Diese Kiste ist genau auf die Maße von Osiris zugeschnitten. Und bei der nächsten Party im Königspalast bringt Seth diese Kiste mit. Und alle bewundern die, weil sie so wunderschön ist. Und er sagt dann, okay, wenn sie euch gefällt, derjenige, der reinpasst, darf sie behalten. Jetzt legen sich alle rein. Einige sind zu kurz, einige zu lang. Die sind dann mit gekrümmten Rücken wieder rausgekommen. Und nur einer füllt die perfekt aus, Osiris. Kaum liegt er drin, kommt Seth mit seinen Kumpanen, macht den Deckel zu, nagelt die Kiste wirklich ganz fest zu und schmeißt sie in den Nil. Deshalb schwimmt der König in der Alchemie so oft im Wasser. Die Kiste wird nun abgetrieben ins Mittelmeer, strandet in der Gegend von Byblos, also heutiges Libanon, Syrien, irgendwo in der Gegend.
und liegt am Strand und ein Baum wächst darum herum. Und somit ist die Kiste und der darin befindliche Osiris unsichtbar. Isis, die Schwestergemahlin von Osiris, die vermisst ihren Bruder Gatten, sucht den, hört sich um, macht lange Reisen und findet diesen Baum, in dem die Kiste mit Osiris eingewachsen ist. Allerdings steht das Ganze auf dem Grundstück eines fremden Königs und sie muss erst die Erlaubnis bekommen, diesen Baum zu fällen. Und das macht sie, indem sie ein Kind des Königs tötet und droht, das andere auch umzubringen. Eine etwas drastische Methode, aber sie unterstreicht damit, wie ernst es ihr ist. Nun hat sie den Osiris im Baumstamm, nimmt den mit nach Hause, nach Ägypten, schnitzt diesen Baumstamm oder schlägt den auseinander und hat einen toten Brudergatten, den möchte sie wiederbeleben. Und während sie nachdenkt, wie sie den wiederbeleben kann, kommt der böse Seth vorbei, wühlt scheinbar in ihren Sachen, er ist auch ein Bruder von ihr, und findet diese Kiste mit seinem verwünschten Bruder. Und jetzt hat er die Nase voll, dass der immer wieder auftaucht, und zerhackstückt den in 14 Stücke, nach anderen Versionen in 22, und verteilt die im ganzen Land, um sicher zu sein, dass der nie wieder kommt. Isis geht nun los und sammelt all diese Stücke wieder ein. Also sie sammelt ihren Brudergatten Stück für Stück ein, bis auf ein Stück findet sie alle. Dieses Stück ist aber ein ganz wichtiges, denn sie möchte ein Kind von ihm haben und das ist jetzt schwierig, weil dieses Stück fehlt, was sie dazu braucht. Als große Magierin macht sie kurzerhand eines, eine Attrappe, eine Prothese und wird dann auch glücklich Mutter von Horus, dem Sohn der beiden, der in Zukunft die ägyptische Königschaft ausübt. Also das alles drängt sich auf für eine alchemische Auswertung. Sie können sich ja vorstellen, wie sich die Alchemisten auf so einen Mythos stürzen. Ja, wir haben Tod, Auferstehung, Zerstückelung, also Solve, Coagulatio, Zusammenfügung. Wir haben das schöne Element, dass die zeugende Kraft fehlt, also nicht mehr vorhanden ist und sie muss synthetisch, künstlich hergestellt werden. Trotzdem gelingt die Zeugung. Wir haben Sol und Luna, also Mann und Frau, Isis, Osiris, alles ist da. Der Osiris-Mythos ist pure Alchemie. Und deshalb gibt es die Bilderzyklen, die den 1:1 wiedergeben. Und das wäre zu billig, das ist schon bekannt. Deshalb jetzt etwas anderes. Als Ägyptologe nämlich frage ich mich, wieso die Ägypter, die Erfinder der Alchemie, auf dieses Solve et Coagula kommen, wie das im Osiris-Mythos erzählt wird, wenn sie doch gleichzeitig Mumien herstellen. Ich habe bewusst einen Holzschnitt gewählt und etwas Hässliches und nicht so etwas Glorifizierendes. Mumie widerspricht der Solve et Coagula-Idee auf den ersten Blick. Denn es wird ja der menschliche Körper in seiner physischen Gestalt möglichst perfekt bewahrt. Es findet keine Auflösung statt. Es wäre doch sinnvoller, wenn man die Leute einfach irgendwo verscharrt und die zu Wurmfutter macht, wenn man sie verbrennt, wie das die Griechen pflegen, Scheiterhaufen, weg damit. Das wäre eine Auflösung. Aber wenn man tote Menschen präpariert, dass sie theoretisch ewig halten, perfekt erhalten sind, wie im Leben, dann ist das ja keine Solutio auf den ersten Blick, sondern Einfrieren des Ist-Zustandes. Ja, vor dem Mittagessen vielleicht nicht zu viele Details, wie man mumifiziert, aber die Solutio findet tatsächlich statt. Es wird nämlich durch einen Schnitt auf der linken Seite meist, von der Rippe bis zur Hüfte, wird der ganze Körper ausgeräumt. Alle inneren Organe kommen raus, werden separat konserviert und lustigerweise in 4 Töpfe gefüllt, sogenannte Kanopenkrüge. 4 Töpfe, 4 Elemente. Die Praktiker unter Ihnen können problemlos Organe wahrscheinlich den Elementen zuweisen. Wir haben es vorhin gesehen, Luft, Lunge, gleich das und das. Die Ägypter füllen die inneren Organe des menschlichen Körpers in 4 Gefäße. 2 Organe werden speziell behandelt. Das Herz, das wird auch gepökelt, also in Salz getrocknet, das kommt wieder in den Körper rein. Das Herz ist immer in der Mumie drin, während alle anderen Organe separat in 4 Gefäßen daneben stehen. Und ein ganz interessantes Organ, das wird weggeschmissen, das Gehirn.
Wenn ich im Ägyptischen Museum in Basel Schulklassen führe, dann erkläre ich das so, dass ja die meisten das gar nie benutzen und deshalb kann man es auch wegschmeißen. Oder dass sie das, wenn sie es zu Lebzeiten nicht verwenden, auch im Jenseits, im ewigen Leben nicht brauchen. Und vielleicht wird man auch leichter, wenn man die 800 oder 900 Gramm Hirn wegschmeißt. Es gibt eine gerichtsmedizinische Erklärung. Wenn der Tod eintritt, so beginnt die Verwesung des Gehirns nach etwa 5 bis 10 Minuten. Und das stinkt einfach sehr schnell, das ist nicht konservierbar. Heute schon in Alkohol einlegen, all das, aber die konnten nicht. Und da waren sie halt pragmatisch und haben das gemacht, was pragmatische Menschen tun. Wenn ich was nicht kann, schwamm drüber. Die haben es einfach weggeschmissen. Das ist faszinierend, die geben sich riesen Mühe, alles am Körper zu erhalten und alles zu konservieren. Und wenn es nicht geht, geht es halt nicht weg damit. Die Geringschätzung des Gehirns, abgesehen davon, geht von den Ägyptern weiter zu Aristoteles, zur Schulmedizin des Mittelalters. Das Gehirn gilt bei Aristoteles als Kühlorgan. Wir denken nicht mit dem Gehirn, wir denken mit dem Herzen. Dort sind die Gefühle, die Emotionen und der Sinn und Verstand. Noch für Aristoteles ist das Gehirn nur ein Kühlaggregat. Diese gewundenen Würste, wo das Blut durchfließt,